Hey und ho und so, liebe Minenarbeiter und Ihnen, hier ist Vorbuddler und von minenarbeit.de. Wir spielen Minecraft und wir sind immer noch in unserer Höhle, die noch immer keinen Namen hat, ne? Ist ja nicht die Goldeihöhle, vielleicht nennen wir einfach Goldeihöhle 2 oder sowas Originelles, ne? Keine Ahnung, ne? Oder ja. Vielleicht dachte ich, wir nennen sie die Amy Winehouse Höhle. Das ist jetzt so ein ganz spontaner Einfall. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie alt das hier schon alles ist, wenn ihr das Video seht. Ich drehe hier gerade und habe vor einer halben Stunde gehört, dass Amy Winehouse gestorben ist. Es ist also jetzt ein netter Samstagnachmittag, beziehungsweise Samstagabend. Oh ja, es ist schon Abend. Meine Güte. Ja, wie die Zeit vergeht. Und das ist halt, kommt dabei raus, wenn man halt in Sessions dreht und nicht jeden Tag eine Folge. Da hat man jetzt schon mal hier so einen kleinen zeitlichen Versatz. Aber ich denke mal, ihr habt genügend so Basisintelligenz, sage ich jetzt mal, um das zu verstehen. Warum und wieso und, ne? Ach, ich weiß nicht, vielleicht nenne ich die auch wirklich die Amy Winehouse Höhle. Das mache ich. Ich weiß nicht, ich mochte Amy Winehouse jetzt so. Ich fand die irgendwie sympathisch. Die war so kaputt irgendwie, ja, aber man konnte schon lange ahnen, dass das nichts mehr gibt mit ihr, ne? Dass sie mal irgendwann in Kürze den Löffel abgibt wegen ihrer ganzen Drogen. Aber ich sag das jetzt, ich weiß gar nicht, woran sie gestorben ist im Augenblick. Wenn ihr das Video guckt, ne, dann wissen wir das wahrscheinlich auch schon. Ist jetzt wieder so ein kleiner Zeitmaschinen-Einsatz hier. Die Amy Winehouse-Höhle, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das mache ich jetzt. Ne, ist mir jetzt auch, ja doch, das mache ich. Schade, dass sie jetzt nicht mehr miterlebt. Das ist so schön. Guck mal, warum hat sie nicht Minecraft gespielt, statt Drogen zu nehmen, ja? Ja. Kann man auch nicht viel zu sagen. Ist jetzt leider so. Tralala. So, jetzt guck mal auf. Jetzt habe ich das einfach. Ich habe das ganz plump, habe ich das geplant. Ja, weiß nicht. Ja, ich denke, so mache ich das. Ein schöner Kontrast zu den Schönsteinen und jetzt kommen da einfach so ganz plump Leitern dran. Ohne Ende. Also wirklich der Reihe nach ganz viele Leitern. Ich habe auch Leitern gesagt. Ich meine auch Leitern, keine Treppen. Normalerweise sage ich immer Treppen und meine Leitern. Oder ich sage Leitern und meine Treppen. Ja. Ihr kennt das schon von mir. Ist auch schön, dass ihr immer wieder zuguckt. Ne? Bin ich hier nicht so alleine? So, ah ja, wunderbar. Ja, da sind Schmuddelecken, ne? Das ist klar. Hier, das ist auch so eine natürliche Schmuddelecke. Die habe ich vorhin, wollte ich die weghauen und habe ich gedacht, Mensch, wieso? Es könnte doch eigentlich von der Form, das behält's jetzt mal, damit du nicht vergisst. Von der Form wollte ich das jetzt nämlich so als Durchgang machen. Statt dass wir jetzt da oben durch diesen schmuddeligen Durchgang gehen, diesen provisorischen, gehen wir jetzt mal hier, da grabe ich halt was Neues. Ja, grabe ich jetzt einfach was Neues. So grabe ich da einfach mal rein. Oh, das wird aber auch nicht mehr lange gehen. Pass mal, wie machen wir das denn? Pass auf, da so kommen Baumstämme hin. Mal direkt mal so einen Baumstamm da rein. So. Andere Seite auch. Ja, vielleicht, ja. Dann noch dann da oben so. Ja, genau, so mache ich das. Ne, musste jetzt gerade mal eben so ein bisschen nachdenken. So. So. Ja. Das sieht irgendwie auch irgendwie höhlenartig aus. Es sieht aus, ja doch, finde ich gut. Finde ich gut, ja doch, finde ich gut. Segne ich jetzt einfach ab. Ich segne das ab. Kohle ist auch sehr schön, brauchen wir auch mal wieder. Denn ist mir mal gespannt, das ist ja natürlich eine Glückshöhle hier, ne? Da haben wir ja Diamanten gefunden ohne Ende und Slimes und so.
Stimmt mal, auf der Uni ist auch nah dran. Ja, und wenn wir dann hier Eisenbahn bauen, dann wird die Eisenbahn auch hier eher hinfahren können als zur Goldeihöhle, die ja nochmal, naja, boah, na, gute 50 bis 100 Blocks noch weiter entfernt liegt, ne? Ah, wir müssen mal mit den Booster Rails so ein bisschen haushalten. So, jetzt mache ich den Tunnel auch wirklich in dieser Form die ganze Zeit. Natürlich die Kohle noch mitnehmen. Mal nichts liegen lassen. Habe ich einen Schönstein dabei? Oh, wieder knapp. Oh, Hauptsache, ich habe unten nachgelegt. Eieiei, da bin ich mir nicht so sicher. Okay, Reparaturarbeiten machen wir dann eher später nochmal. Jetzt will ich erstmal auch gucken, wo wir rauskommen, wisst ihr? Da habe ich nämlich nicht die geringste Ahnung. Ach so, ja, gut. Ich weiß, ich weiß. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, so. Ist doch gut. Wie tief müssen wir ungefähr so gefühlt? Weiß ich auch nicht. Und dann irgendwie nach rechts um die Ecke, so. Ich mache einfach noch ein bisschen, ja. Oh, das war's dann. Ich mach nicht noch ein bisschen. Das ist ja cool. Da kommt man immer super total bequem raus und ist platzsparend. Ich höre immer einen Zombie, ja. Das ist gefährlich. Ja. Gucken wir mal. Holz habe ich da. Machen wir mal hier so ein paar. Mal so sechs Sack. Ah ja, eine Schaufel mache ich auch noch. Machen wir zwei Schaufeln. Und vier Hacken. Das geht wunderbar. Das geht reibungslos. Das ist wunderschön. Tralala. Alles klar. Und dann kann man auch hier so einfach so. Ja. Ne, und dann, das ist super. Ja, das tut sich. Das finde ich gut so. Das ist mal irgendwie. Ja, doch. Ne? Ah, aufhacken. Ach, wir sind noch nicht tief. Nee, komm. Wir sind noch nicht tief. Ja, wir machen einfach wieder so einen kurzen Tunnel erstmal, zum gucken, wo wir rauskommen. Nur ein Stückchen werden wir das wohl machen müssen. Wie weit. Gute 4 bin ich eigentlich tiefer als der normale Weg. Ja, da müssen wir schon noch ein bisschen. Na, da müssen wir schon noch ein bisschen improvisieren. Also, ganz klar. Mal eine Probebohrung zur Seite weg. Weiter. Haha. Genial. Ja. Nichts ausmessen und sowas, ne? Sowas hat man im Gefühl als vernünftiger Buddler, ja? Sonst hat man den Beruf verfehlt. Das geht auch alles so hier, ne? Das flutscht wie Zöpfchen. So. Ja, prima. Und das ist auch, ist auch, ist auch. Ja. Gut. War ja ein bisschen da links raus. Ein breit. Ja, genau. Ein breiter noch. Und dann ist das genau richtig. Paar Stüfchen rein. Und dann haben wir da überhaupt kein Problem mit, ja. Dann können wir das absegnen. Ah, ja, schön. Das mal hier so. Lala. Gar nicht schlechter, das Loch da lassen, da tun wir immer so Baumstämme rein. Ja. Da tun wir immer so Baumstämme rein. Obwohl ich jetzt nicht weiß, in so einem Abstand, da brauchen wir so viele Baumstämme, ne? Ist auch egal. Haben ja alles. Pinien wachsen ja nach, ne? Und wir haben immer schön was zu tun. Das ist gut so. Andere Leute bauen immer Häuserchen und so, ne? Wir buddeln hier. Hier wird gebuddelt. Minenarbeit pur. Ja. Minenarbeit.de, meine Webseite. Über Minecraft.
Und nur über Minecraft. Den Gang muss ich aufgraben. Aber jetzt müssen wir um die Ecke, da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier so designen. Geht ja nicht so um über ein anständiges Innendesign. So. Ja, und zwar, ja, ist ja eigentlich nicht schwierig. Einfach hier so auch noch die Ecke wegmachen. Okay. Und da auf der anderen Seite genau dasselbe. Das ist gar nicht schwierig. Ich hatte da jetzt wieder was gesehen, aber es war nur ein Flämmchen von dem Fackelchen. Ah, das ist super. Und dann gucke ich mal, ob ich genug Baumstämme, 24 Baumstämme habe ich, ob ich die jetzt alle verbraten kann. Ah ja, natürlich noch hier den Aufgang noch irgendwie. Ja, jetzt gucke ich erstmal so Stück für Stück, ne? 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 20, ach, irgendwie knapp wird das ausgehen. Ja, werden ein paar Baumstämme zu wenig sein. Der Ecke ist dann genau einer. Das ist gut. Das sieht immer gut aus. Schön. Vielleicht auch an diesem Baumstamm unten dann immer eine Fackel. Das mag ich ja immer, ne? Dass ich. Oh, die Fackeln gehen uns aus. Uiuiui. Na. Gehorche, Fackel. Los, gut. Ach, herrlich. Das ist doch mal, ne? Das ist doch mal ein Gang. Wie ist denn das jetzt? Hier müsste dann gegenüber. Manche wundern sich jetzt natürlich, ja, weil ich jetzt plötzlich so symmetrisch arbeite hier und das so ein bisschen abmesse, damit das so gleichmäßig ist und so, ne? Das passt aber jetzt auch zum Stil, ne? Wenn ich jetzt. Die Höhle ist ja ringsherum auch schon chaotisch genug, überall, ja? Da passt das schön als Kontrast. Jetzt haben wir noch 6 übrig, ja, guck mal, haben wir sogar noch 2 jetzt übrig. Dafür fehlen uns jetzt Fackeln. Oh, super. Die Gegenseite auch, da ist ja noch irgendwie, ist da noch irgendwie eine Höhle dahinter. Da waren da irgendwelche Skelette drin, ne? Gucken wir mal. Ja, jetzt muss man hier natürlich raufkommen. Ach, und dann brauchen wir den Gang da oben nicht mehr. Den sollte ich dann auch zumachen, damit ich hier nicht irgendwie überwältigt werde. Ja. Pass auf, das machen wir auch. Machen wir das alles zu wieder. Ja, okay, da müssen wir natürlich. Ja gut, dann holen wir uns jetzt auch das Eisen kurz. Ja. Ich guck mal, ob ich Schönstein nach unten habe. Das machen wir jetzt auch so. Ist alles noch nicht so ganz geheuer. Die Ecke ist eigentlich auch sicher da hinten. Da bin ich schon oft reingelaufen. Ist eigentlich alles sehr hell. Aber man kann es ja nie wissen. Aussteigen. Die Schleimkugeln. Und dann haben wir hier noch das kann dahin. Schönstein wollte ich nachsehen. Oh, doch, gut. Gut. Aber leider zu wenig Kohle. Und jetzt sollten wir auch Kohle fackelmäßig verarbeiten, oder? Boah, ich habe noch extra so viele Fackeln mitgenommen. Die habe ich alle irgendwie verbraten, ne? So eine Verschwendung. Da kann ich alles in Hölzer bauen hier so. Okay.
Haben wir hier noch Platz? Ach, egal. Gut, dann laufen wir nochmal nach. Ja, jetzt sind wir einmal hier, sind wir natürlich immer gucken oder auch mal lauschen. Ich höre was. Ich höre was. Da. Hooray. Das gibt eine fette Ausbeute. Der hat uns auch schon gewittert. Oh, ist ein großer. Na? Hehehe. Niedlich. Kommt mal da weg. Kommt die eigentlich die Leiter hoch? Weiß das jemand? Noch nicht, ne? Gleich werden wir es wissen. Möchte gerne wachsen lassen. Ist natürlich doof, wenn die mir folgen und dann abstürzen. Dann kann ich sie auch nicht mehr wachsen lassen, ne? Denn dann sind sie, ja, dann hat es sich ausgewachsen. Renn mal hoch. Eine Etage. Mal gucken, ob die mir folgen. Nee, ne? Ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ey, Baby, jetzt springen wir nicht über die Reling. Ich bring da nicht rüber, habe ich gesagt. Ach, ich kann ja jetzt die ganze Zeit bei euch rumstehen und warten. Wo sind die? Was macht der da? Der ist ersoffen. Ja, wie kann man denn nur so doof sein, ne? Und dann da ersaufen. Ach, schade. Ich wollte die doch, ach. Ach. Ja, ich wollte die wachsen lassen. Moment mal, der ist... Ah! Um Gottes Willen. Ich bin jetzt so... Da oben! Wo will der denn hin? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja wieder ganz unten, oder? Ja, da. Ja, bin ja völlig baff. So ein Verhalten habe ich noch nie bemerkt bei denen, ne? Der ist doch irgendwie an uns vorbei und dann ist der weiter nach oben. Das verstehe ich nicht. Normalerweise hat er uns auf den Kicker und der folgt uns dann. Und ich bin ja nach unten gelaufen. Das ist ja heiß, ey. Vielleicht kriege ich den hochgelockt. Was macht denn unser Schönstein? Können wir schon mal ein bisschen mitnehmen. Ich habe ja sogar welches dabei, hab ich gesehen. Okay, schauen wir mal nach. Die Slimes lassen wir mal hier. Nichts riskieren. Wo ist der denn jetzt wieder, der Halunke? Oh, sag bloß, du bist jetzt auch ersoffen. Ah, ja, okay. Hat sich das Experiment jetzt erledigt? Gut oder nicht gut, je nachdem. Beim nächsten Mal haben wir noch einen Versuch. Auch kein Problem. Meine Güte nochmal. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das sind aber auch ulkige Viecher, ne? Also ich finde die echt lustig immer, die Slimes. So, hier wollte ich zumachen. Richtig vernünftig. Dass man hier nicht mehr langläuft. Machen wir das einfach so. Zack. Nee. Lass mal einfach hier, machen wir eine schöne Wand rein. Ja, so. Ich könnte das vielleicht einfach aus Erde machen. Dann verschwende ich nicht so viel meinen Schönstein und außerdem... Verschwende ich nicht so viel Schönstein. Fackel mitnehmen.
Das ist immer gut, wenn man da einmal dicht macht, dann können da ruhig da, können sie hier spawnen und sich austoben, wilde Orgien feiern, meinetwegen, ja. Und das soll uns dann egal sein. Ne? Klappe zu. Und damit hat sich das erledigt hier. So, dann schauen wir mal nach, ob man dann hier noch die Treppe bauen kann. Die Treppe kann man doch bestimmt bauen, wenn man jetzt hier noch ein bisschen wegkaut und dann noch wegkaut. Und dann haben wir doch hier. Da, pass auf, so, so und so. Wie breit ist das? Das ist aber zu, oh, ist ein bisschen breiter hier. Ja, toll, wieder alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. So. Das sollte natürlich in dieser Breite hier bleiben, in der Viererbreite. Und deswegen mache ich jetzt hier mal ein bisschen alles neu. Alles neu macht der Mai. Das hatte jetzt gar keinen Zusammenhang, ja. Okay. Gut, dann kann hier Alpstein hin. Da habe ich doch noch welche dabei. Das weiß ich doch genau. Klack, 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 klack. Klack, klack. Das ist genau richtig. Oh, vielleicht machen wir hier auch die Wand noch hoch. Dann sind wir zu dieser Seite auch. Sag ich mal, kommt man hier noch rauf? Ah, schön. Ja, könnte man, aber das ist eigentlich relativ sicher, denke ich mal. Komm, erstmal provisorisch, damit man das mal so fertig macht. So, und dann machen wir hier den Durchgang auch noch etwas bequemer und gemütlicher. Sag ich mal, wie weit muss der denn sein? Hier kommt man an, so gelaufen. Fackeln habe ich da auch wieder dabei. Hallo, dann können wir das auch mal erledigen. So. Oh, ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Ja, oh ja, da tut sich schon was. Ich habe da schon eine Idee, wenn das jetzt aufhaut. Ja, so. Und hier in die Ecke zwei Fackeln rein. Ja, das lasse ich erstmal so, weiß ich noch nicht, das ist ja jetzt okay. So, dann haben wir den Gang hier schön, da können wir das hier noch ein bisschen begradigen. Ja, so, genau, die Ecke noch weg. Ah, ist jetzt ein bisschen zu klein kariert, was ich jetzt hier so mache. So schlimm ist das auch jetzt noch nicht, wenn man hier mal ein bisschen. Und dann sollte man vielleicht hier doch auch noch eine Sicherheit, es ist auch so eine Dunkelecke, ne, wo man immer guckt, so zitter. Obwohl da eigentlich nichts mehr so. Ach, guck mal, das machen wir dann aber mal eben. Habe auch schon tausendmal dran vorbeigelaufen und immer gedacht, ach komm, hol sie immer noch irgendwann. Aber wenn ich jetzt hier plane, den Bereich mal abzuschließen, ist auch nicht mehr so interessant. Doch da oben, da ist ja, geht's, ich will ja eher nach unten buddeln, wisst ihr? Ich will ja gar nicht so weiter nach oben wieder. Da ist, oben bin ich ja sowieso schon immer. Ja gut, dann hole ich mir die Kohle noch raus. Ja, und wenn ich das tue, kann ich mal einfach mal sagen, ist okay jetzt. Ne, haben wir jetzt wieder schön gemacht, nochmal ein paar interessante Slime-Geschichten gesehen. Ich denke, ich muss jetzt auch mal wieder meine Stimme etwas schonen, ja. Dann schicke ich euch noch schöne Grüße aus der Amy Winehouse-Höhle. Und wer weiß, ja? Vielleicht begegnet die uns hier demnächst. Na? Wir werden sehen. Wenn ihr wieder dabei seid, dann bin ich es auch. Ne? Euer V-Buller sagt Tschüss.